den Schrein für eines von Diravellos Opfern. Ruhe in Frieden. Jawohl, ja. Neun Minuten mit dem, Dings hier. Mit dem Suit. Neun Minuten. Okay, das ist heftig. Das. Dann noch von den anderen kontrolliert, ne? Egal, wir fliegen jetzt erstmal hier rüber. Hier sind noch zwei Secrets. Drei Secrets sogar. Das Turbo funktioniert. Kurz. Mit dem Wingsuit. Okay, das war ein Krampf, das glaube ich dir. Weise. 9 Minuten. Ist das nicht auch... 9 Minuten? Ist doch... echt übel langweilig dann, oder? Ah, nein. Geh nicht kaputt. Da ist was. Ach, noch so ein doofer Schrein. Hallo, ich hau mal deinen Schrein an, ja? So. Der nächste ist... da unten. Ich hätte jetzt gedacht, da. Aber, nee, da. Vier Stunden brauchen wir, um über die Map zu laufen. Ich weiß, ich liege falsch. Nicht schreien, keine Facepalms bitte. Ich will nur mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ah, Jetskis stehen da. Wow, 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 wow. Ich wollte nicht landen, nein. Okay. Sonst echt nichts Interessantes. Oh, Flugzeuge. Aber da graut es mir ehrlich gesagt vor. Ich an GTA 5 denke, oh Gott, ich im Flugzeug. Das war echt super mies. Es wird weniger. Hier auch. Hier auch. Hier wird eben mehr, ne? Hier waren noch 4. Ja, los, ab ins Flugzeug. Nein, das wollt ihr doch gar nicht. Das muss irgendwo da sein, ne? Ah. Ein klassisches Teil. Steht immer noch nicht. Klassisches Teil. Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Irgendwie wertvoll. Na super. Wo waren die denn, die Flugzeuge? Da hinten. Lass mal ausprobieren. Mehr als sterben können wir ja nicht, ne? Ja, alles klar. Hier richtig? Wahrscheinlich nicht, ne? Im Gebüsch starten ist schlecht eigentlich. Oh Gott, es geht schon los. Springen. Ah, Lucy, alles Gute zum Geburtstag. Da bist du ja.
Viva la Revolution. Ja, genau. Ich flieg mal ein bisschen rum, ne? Hier sind Helis. Naja gut, ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich will aber lieber den Heli haben. Dem kann man wenigstens auch landen. Ja, der Chat muss jetzt mal singen. Ich nicht, ich kann nicht singen. Das zockt dein Bruder auch gerade. Ah, cool. Irgendwie hat das schon jeder gespielt, außer mir. Ein Geburtstagskind im Chat. Was ist denn hier? Schrotflintentraining. Oh, das können wir mal mitnehmen. Wieso drehe ich eigentlich immer? Der dreht sich ja sowieso wieder zurück. Schrotflintentraining. Boah, es hat sich ja gelohnt. Guten Tag, ich würde gerne hier in dieser Höhle landen. Kann ich das? Es heißt, du kannst mit allen Waffen gut umgehen, Rico. Dann beweise das mal. Zeig, dass du es wirklich drauf hast, Fratre. Oh oh. Na, einwandfrei, oder? Einfach mal in der Höhle geparkt. Guten Tag, hier gibt es ein Schrotflintentraining. Na dann, wie schwer kann es schon sein? Was war Jo, du nicht? Du hast es auch nicht gespielt, bitte, bitte? Oder du singst nicht mit O? Oh. Noch jemand, der es nicht gespielt hat, wäre echt klasse. Achso, ich muss schon loslegen, ne? Sorry, ich wollte gerade mal kurz aufs Handy gucken. Okay. Schrotflinte Training. Du hast das Spiel auch noch nicht gespielt. Oh, Gott sei Dank. Da bin ich nicht der Einzige. Auch den zweiten, ersten habe ich auch nicht. Ich brauche mehr Munition. Ach, Quatsch. Meine Munition wird knapp. Komm, unendlich. Beruhig dich. Ach, da. Aha, Inizio. Wie viel Zeit hat man denn hier? Das war nicht gut, oder? Das war nicht gut. Na, es geht. Ich probiere es nochmal aus. Ich habe das mit dem Nachladen nicht geschnallt. Der schießt halt eine Kugel wieder raus. Knappes Ding, jo. Deswegen nochmal. Waffenaufstockung. Okay. Wir wiederholen. Ah, es geht besser. Das geht definitiv besser. Keine Munition. Ich warte jetzt mal, bis die voll sind. Da kann man, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden machen. Oder? Kommt wie gerufen.
Muni, die unendliche. Oh nein! 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 Komm, reicht erstmal. Das ist okay. Auch hier. Tiki, wo bist du? Mann. Nachladen besser timen. Ich glaube daran nichts auch, aber ich bin eh überhaupt kein Schrotflintenfreund irgendwie. Ich weiß nicht. Mein Heli. Na, super. Naja, okay. Mods, Mods, Mods. Hier haben wir was neu und das ist präzises Zielen. Ah, aber mit Maus 3 ist sowieso ein bisschen blöd. Da müssen wir auch mal was überlegen. Achso, einmal nur hin. Okay. Da kommt er, der König der Rebellen. Ja, dann geht's. Ein schöner Heli-Mann. Ich hab ihn so geliebt. Noch ein Leuchtturm. Gibt's hier auch noch was? Hier gibt's tatsächlich noch was. Irgendwo hier ist noch ein Versteck. Wo? Oben auch nicht. Moment. Hier muss noch irgendwo was sein. Komm doch mal raus. Wo bist du denn? Irgendwo dahinter vielleicht. Jetzt da. Es könnte natürlich auch sein. Das ist es nicht, ne? Nee. Könnte sein, dass das hier vielleicht eine Höhle ist. Oder ist das da? Nee, ne? Nö. Hier ist nichts. Hier ist irgendwas. Welche Richtung jetzt? Jetzt ist es weg. Das heißt, oder doch da oben? Nee, hier ist es auch weg. Aber nicht da hinten, oder? Nope, weg. Freunde wie diese, da unten ist unsere Quest. Oder müssen wir da unten hin? Nee. Komm, das Secret müssen wir doch noch finden hier. Buh, aber nicht so. Mann! Geh doch da hoch. Hier
Hier ist es schon wieder weg. Hier ist es da. Weg. Oder ist das im Berg? Kann natürlich auch sein, ne? Das ist in diese Richtung hier. Und der Berg geht ja auch in diese Richtung. Das wird im Berg sein. Wir gehen erstmal da drüben hin. Zack. Nein, aber das war nie Teil der Abmachung, Sheldon. Ja, jetzt ist es aber Teil der Abmachung, Mario. Ich kann nicht. Es tut mir leid, mein Junge. Was ist passiert? Ehrlich? Nichts. Akila! Akila! Du hast die Rebellen also gefunden, Sheldon. Ach, weißt du, mein Pilot Crashy sagt, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Und du kennst mich, Menschenfreund des Jahres. Und zwar jedes Jahr. Klar. Doch, wirklich. Deswegen habe ich gerade einen Deal mit den Rebellen ausgemacht. Du rettest sie, sie helfen mir und dafür helfe ich dir, hinzukommen, wo immer du willst. Vielen Dank, Sheldon. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. Aha. Oh Gott, der Nero steht auf. Er gähnt. Er steht auf. Er geht auf den Stuhl. Und er legt sich wieder hin. Perfekt. Super. Ja, geht's ja mal weiter. Ah. Das hat er blöd gemacht. Jetzt lädt er schon zum wieder. Zum Teufel war das eben mit Sheldon, hä? Er hat mir das Funkgerät gegeben. Er hat uns allen welche gegeben und sagte, es wären Geschenke. Du hast mich angelogen. Er wusste, dass wir keine Chance haben. Das ist unsere Revolution, aber wir gehören ihm. Mario, ich kenne Tom Sheldon. Ich habe lange mit ihm gearbeitet, aber du bist ein Freund. Du musst mir die Wahrheit sagen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ist schon okay. Oh. Ja. Nie die Deckung vergessen, Amico. Ach, wie lustig. Er ist ganz nass. Komm. Die Rebellen sprechen über ein Bavarium-Depot. Das ist ein Lager für Bavarium. Es würde ihm wehtun, wenn wir das zerstören. Ich sehe mir das mal an. Das Spiel hat begonnen. Die Wahrscheinlichkeit eines qualvollen Todes ist sehr hoch. Hey! Ich rede von dir. Die Ravello ist jetzt der gefährlichste Mann der Welt. Ich brauche meinen Bavarium-Scanner. Triff dich bei Vigilato Nord mit meiner Kontaktperson. Hm. Okay, mit Kontaktpersonen treffen. Ich auch mal ein Lachflash, wenn jemand nass ist. Oh, der ist ganz nass, könnte am Wasser liegen, ja. Ja, aber die ist ja, das ist ja irgendwie, irgendwie mag ich diese Wissenschaftlerin. Weiß auch nicht. Die war ja schwitzt. Ich kenne diesen Kerl. Sein Boot scheint auf dem Trockenen zu liegen. Kannst du ihm helfen? Wird das ein anderer sein? Er ist ein netter Kerl, Fratre. Ja, kann ich mit Sicherheit. Würde aber gerne mal. Hier gibt's Waffen. So. Ich war seit einer Ewigkeit nicht mehr auf der anderen Seite der Insel. Geht besser? Hoffentlich ist da drüben alles okay. Es gibt so viele falsche Informationen. Wissen wir nicht, ne? Ich weiß nie, was ich glauben soll. So, jetzt könnte es sein, dass hier irgendwo das Ding ist, was hat stand. Boah. Siehst du? Hier machst du blub. Hier wird's mehr. Klassisches Teil. Na super. Rüstteil 3 von 18. Und er sagt schon gar nichts mehr. Hallo. Ja, ich habe dich erwischt beim Rumgammeln. Rico, kommen Sie mal her! Jo, mach ich. Rico,
Ja. Die See ist heute ziemlich rau, mein Freund. Oh, wären ja. Sie so nett, uns wieder ins Wasser zu bringen? Ja, natürlich. Oh, die Bots haben sich ineinander verknallt. Das ist auch interessant. Das ist auch noch nicht passiert. So, wie kriegen wir den denn jetzt ins Wasser? Wenn ich jetzt hier sage... Danke, Rico. Das vergesse ich Ihnen nie. Ja. Rico, wir benutzen diese Signalleuchten, um unsere Rebellen zu versorgen, aber auch, um ihren Standort zu markieren. Hier, ich bring dich nach Maneja. Das ist deutlich näher bei Vigilator Nord. Gut. Kennst du den schon länger? Naja. So, was können wir jetzt machen? Wähle Manaea aus. So. Drücke leer, um das Kontextmenü zu öffnen. Ja. Schnellreise. Ah. Ich will aber jetzt nicht. Ich will... Nein, ich will nicht. Oh. Wie Mensch, Stiggy, ich hab doch nichts gemacht. Ich hab den ins Wasser geschubst. Und wenn der da so rumdödelt? Nimm Sprengsatz, geht am schnellsten. Die haben, wie eben, der Typ, der da voll die Panik geschoben hat. Vor was auch immer. Na super. Mission abgeschlossen, Freunde wie diese. Ach, das war's schon. Schnellreisefähigkeit freigeschaltet. Du kommst jetzt bei Schnellreise zu jeder Ansiedlung oder Herausforderung. Ja gut, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Rico, unser Retter. Danke für alles, was Sie für uns tun. Bitte. Rico, Riegel 7. Tatsächlich. Ich habe einen Tool des alten Rennwagens. Ein Tool des alten Rennwagens? So, wo... Ach so. Aber hier war doch noch... Nee, hier haben wir alles, ne? Was ist das? Was ist das für ein Zeichen? Hier war das H, ne? Ach so, ein Versorgungspunkt ist das. Ah. Okay, das muss man erstmal wissen, ne? So, gut. Als nächstes haben wir dann die Quest. Konkurrierende Interessen. Interessant. So hoch wie möglich geflogen, ausgestiegen und dann freier Fall auf dem Boden, möglichst tief. Ja, ja, hier kann man ja gut Trophäen sammeln, ne? So, was sagt denn eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt, Viertel nach 10. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss.